Ein Erlebnis der besonderen Art war vielleicht gestern Abend die Sendung von Anne Will unter dem etwas merkwürdigen Titel Deutschland redet sich arm, aber man merkt immerhin, der Entwurf des Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung hat enormes Echo gefunden und zeigt, dass da ein Bedürfnis auch nach Orientierung besteht. Armut in aller Munde, Armut und Menschenrechte, da wird man sagen müssen, das ist nun keineswegs in aller Munde, es ist auch keineswegs ein schon fest etabliertes Thema. Das leuchtet zwar intuitiv ein, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Armut und Menschenrechten, aber bei näherem Hinsehen wird man feststellen, man muss diesen Zusammenhang schon noch erarbeiten im Detail. Also es ist nicht alles da schon normativ klar, auch empirisch sind viele Fragen offen. Also der Brückenschlag, zu dem wir heute einen Beitrag leisten wollen, ist in der Tat notwendig. Das ist nicht alles schon fest etabliert. Armut kann, um nur ein paar Tupfer zu setzen, Indikator sein für menschenrechtliche Defizite, also Indikator für Diskriminierung, für Exklusion, das ist ein Zusammenhang. Armut kann aber auch sein ein Risikohintergrund für Menschenrechtsverletzungen, weil Armut nun bedeutet, dass Menschen in besonderer Weise abhängig sind, einseitig abhängig sind von anderen, damit besondere Verletzbarkeit ausgesetzt, in verletzlicher Situation. Armut kann sein ein verschärfter Kontext für Menschenrechtsverletzungen und Armut in extremen Formen kann auch selbst eine Menschenrechtsverletzung, also eine Menschenrechtsverletzung sui generis sein. Es gibt ganz unterschiedliche Relationen und vielleicht um nur noch einen weiteren Tupfer zu setzen, wenn man sich anschaut auf den Entwurf des Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung, da wird Armut in engstem Zusammenhang gebracht mit Exklusion. Das wird fast gelegentlich wie eine Doppelformel verwendet, Armut und Exklusion. Und der Gegenbegriff zu Exklusion ist nun bekanntlich Inklusion und man kann sagen, dass der Inklusionsbegriff in der jüngeren Menschenrechtsdebatte eine regelrechte Karriere gemacht hat. Also insbesondere etwa im Kontext der Behindertenrechtskonvention, die ja möglicherweise noch dieses Jahr von der Bundesregierung ratifiziert wird, Inklusion, also ein Begriff, der im Menschenrechtsdiskurs zunehmend etabliert ist, andererseits Armut gleich Exklusion, so jedenfalls auch im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Hier sieht man Zusammenhänge, ich will es wie gesagt nur andeuten. Frau Füllbrook-Weitzel hat eben einen Begriff verwendet, den man aus guten Gründen nur auf Englisch lacht, Added Value, Mehrwert ist ein bisschen belastet in der deutschen Sprache. Also Frage, was kann denn der Added Value sein eines menschenrechtlichen Zugangs zum Thema Armut? Ich will vier Stichworte nennen, jeweils nur 10 Sekunden, keine Sorge, dann bin ich auch fertig. 10 Sekunden. Erstes Stichwort, Added Value, analytisch. Menschenrechte können dazu helfen, Prioritäten zu identifizieren. Also analytisch, Mehrwert, Added Value. Zweitens, konzeptionell. Die Menschenrechte können dazu beitragen, die Orientierung an der Achtung des Menschen, an der Achtung vor dem Menschen als Rechtssubjekt, als autonomes Subjekt, Achtung der Diskriminierungsfreiheit, all dies deutlich zu machen, also ein Orientierungswert, konzeptionelle Funktion. Drittens, eine institutionelle Rolle, denn es geht bei Menschenrechten nicht nur um Werte, das natürlich auch, sondern es geht immer auch um Institutionen, solche Institutionen, die dem Menschen seinen Status als Rechtssubjekt auch garantieren können. Und schließlich, viertens und letztens, eine kritische Funktion. Menschenrechte sind orientiert an der Würde des Menschen und das hat so eine anti-utilitaristische Grundorientierung, eine anti-utilitaristische Stoßrichtung, auch gegen den Fetischismus der Zahl. Da muss man ja aufpassen. Also natürlich brauchen wir Zahlen, auch in Armuts- und Reichtumsberichten. Natürlich haben Zahlen eine gewisse indikatorische Funktion, aber die Dominanz der Zahl, der Fetischismus der Zahl, kann den Blick verbergen vor dem individuellen Schicksal und Menschenrechte orientieren sich an der Würde jedes einzelnen Menschen und haben da auch nochmal eine ganz eigene Sperrigkeit. Und manchmal ist der Added Value genau auch darin zu sehen, dass die Menschenrechte sich eben nicht so einfach einfügen lassen als Added Value. Ich sage das ein bisschen paradox. Nun, also über all das wollen wir nun diskutieren. Wir hatten vorgesehen, dass ein erstes Input-Referat von Herrn Dr. Gern, Leiter der Sprecher der Armutskonferenz, erfolgt. Der ist wohl noch irgendwo im Stau. Wir hatten mitbekommen, dass es ein Verkehrsproblem gibt. Das wird aber in den nächsten Minuten lösbar sein. Ich kriege gerade so eine Zahl, so 10 Finger gesehen, wahrscheinlich heißt es 10 Minuten.
Das spricht alles dafür, dass wir die Reihenfolge ändern. Ich würde dann Frau Professor von Schorlemmer bitten, ihr Referat schon vorzuziehen. Das war das zweite, war ursprünglich als zweites Input-Referat gedacht. Frau Professor Dr. Sabine von Schorlemmer ist Inhaberin des Lehrstuhls für Völkerrecht an der TU Dresden. Also sie ist Völkerrechtlerin, aber auch promovierte und habilitierte Politikwissenschaftlerin, Expertin für Menschenrechte und Entwicklung. Sie ist im Vorstand der Stiftung Entwicklung und Frieden. Sie ist zum Beispiel außerdem im UN-Beirat des Auswärtigen Amts, hat internationale Erfahrungen im UN-Kontext, etwa beim UNHCR, aber auch im Amt der Hochkommissarin für Menschenrechte in Genf. Und sie wird uns nun helfen, auch normativ da noch etwas Klarheit zu bekommen. Das Thema Armut ist ein Menschenrechtsthema, aber es ist eben nicht ein ganz klar etabliertes. Die Primärtexte, die Menschenrechtskonventionen, geben zunächst mal eher wenig her, sodass es doch einiger interpretativer Bemühungen bedarf, um da auch normativ eine Orientierung am positiven Recht zu bekommen. Und Frau von Schorlemmer wird uns nun diese Einführung leisten. Ganz herzlichen Dank Ihnen jetzt schon. Thank you.